Hallo liebe Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen hier eine weitere Folge von Doom. Ja, also Doom, der Arena-Kampf. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen sollte. Was muss ich denn jetzt hier machen? Da drauf drücken. Und Fahrstuhl fahren. Oh, super. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt hier einen Cut gemacht. Tütüt. Katunas Enegna, Krios Enigma, Emata de la, Creon hi olem de venu. Soll das jetzt lateinisch? War das jetzt lateinisch? Hört sich so ein bisschen damit an, aber es kann natürlich auch was anderes gewesen sein. Hier sieht es aber friedlich aus im Verhältnis. Na, dann drücken wir mal. Zugang beschränkt. Autorisierung erforderlich. Oh, Brotkrümelspur. Du hättest nicht zulassen dürfen, dass dieser Ort entdeckt wird. Du hast versagt. Das war nicht ich, sondern Samuel. Er hat sie zu seinem Grab geführt. Bitte, wir schaffen es. Versprochen, das Tor wird wie geplant geöffnet. Okay. Kleines Update. Sieh mal einer an. Ja, das bin ich gemeint, ne? Oh Gott, wir kriegen ja alles nochmal. Das sieht ja fast aus wie so ein Endkampf. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann die Packung hier nicht öffnen. Okay. Manuelle Sicherheit aktiviert. Alle Terminals verfügbar. Guck mal, die wusste ganz genau, dass ich da drinne bin. Ganz genau wusste sie das. Ja, und das bin ich. Krass, ein Durchschnitt. Also ein Querschnitt. Ich war im Stein drinne. Im steineren Sarg in einem Stein. Und dann mit Siegeln und Runen verschlossen und der Anzug wurde irgendwo anders hingepackt. Warum ich jetzt das hier nicht öffnen kann, die Munition, keine Ahnung. Oder was ist das denn? Ein Dolch. Der Schmelztiegel. Danach hat sie gesucht. Vega, hast du den Ort? Ja, er befindet sich in einer unbekannten Region im Reich des Titanen. Aber für ein Portal muss ein weiterer Argent-Akkumulator bersten.
Der einzige Akkumulator in diesem Sektor befindet sich in Exemplar CD587. Du musst ihn entfernen. Sobald du den Akkumulator entfernt hast, wird er instabil. Dadurch sollte ein Riss entstehen, der dich in ihre Welt bringen kann. Mit dem Kettensystem, das ich in deinem Anzug hochgeladen habe, können wir deinen Ankunftsort bestimmen. Du musst den Schmelztiegel bergen. Ohne ihn können wir den Brunnen nicht versiegeln, um das Höllenportal hier auf dem Mars zu schließen. Wieso habe ich langsam das Gefühl, dass er das gar nicht schließen möchte? Ach, ehrlich? Alter, kann ich mal treffen? Gerettet. Ich hänge fest, du kleiner Schwanz, ey. Hänge ich überall fest. Shit, 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 shit. Ah, diese verfluchten Arenenkackkämpfe. Am Anfang so eine schöne Mischung mit Story und sowas. Und jetzt ein Arenenkampf nachher. Es kommt nichts anderes. Arenenkampf, Arenenkampf, Arenenkampf. Das ist eigentlich für mich ein Zeichen von Ideenlosigkeit, muss ich mal sagen. Wir haben eine Story und wir wissen nicht, wie wir die Story füllen sollen, also Arena.
Dämonenpräsenz eliminiert. So. Abregelung aufgehoben. Eine von 3 Millionen Arenenkämpfen geschafft. So, und wo darf ich jetzt gehen? Da unten. Die ganzen HP habe ich eingesaugt, aber bin trotzdem tot. Geil. Oh. Ja, es ist ein bisschen ermüdend, muss ich ehrlich sagen. Nein! Oh, ich dachte, ich muss den ganzen scheiß Arenenkack nochmal machen. Jetzt hier opfern lassen. Die steht da wieder nur. Alter. Das wäre deren kranke Kirche hier anscheinend, die sie zumindest in so einer Kirche gemacht haben. Wahrscheinlich geht das Video aber auch immer nur um ein und dasselbe. Jetzt anders getroffen. Hat wohl alles nicht so funktioniert, wie sie es gerne wollten, was? Alle wollen weg? Und ich bin wohl der Einzige, der rein will. Von überall haben sie auch diese Soldaten hier, die als einzige übrigens sich nicht verpufft haben, die überhaupt nichts gebracht haben. Und das waren, oh Gott. Mit einem Schwert durch den Mund. Ja, und das hat mich jetzt, das hat das jetzt hier gebracht, nach unten zu gehen. Nur des Schlüssels wegen? Kann ich mir irgendwie so schwer vorstellen. Ich dachte, es sind irgendwelche Gänge noch. Irgendwas muss doch hier noch sein. Ich gehe nochmal zum Knopf. Aha. Das ist der Aufzug, den rufe ich jetzt mal nicht. Komm, ich gerade sind Dämonen einfach nur alles verwandelt. Ist ja nicht alles verwandelte Menschen.
haben die denn? Kann sich ja ein paar Sachen geben, aber. Die Story wird hier gerade ein bisschen konfus. Also wird. Weiß ich nicht. Diese Höllenwelle wird das Schicksal der Menschheit verändern. Und heute leisten wir unseren Beitrag. Sie sind unsere Erlösung. Ich habe dich genau darum aus dem Grab im Challenger-Heiligtum geholt. Ich wusste, sie ist schwach. Und unsere Arbeit birgt gewisse Risiken. Ich habe dich befreit, um diese Risiken zu minimieren. Ich wusste, dass du der Einzige bist, der sie im Zweifel aufhalten kann. Aha. Das meine ich gelogen ist. Ich meine, er hatte ja recht. Aber... Ich fühle mich so benutzt, so schmutzig, so dreckig. Hier. So, das habe ich mal gebraucht. Endlich mal ein bisschen Munition. Ach du Scheiße. Ach du heilige Kacke. Soll ich da jetzt echt runter? Was soll's? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Och nein. Abgeschlossen. So, liebe Leute, aber da die Folge jetzt zu Ende ist, mache ich jetzt hier auch einen kleinen Cut. Dann sehen wir also jetzt zu Beginn der nächsten Folge wieder mal einen Arenenkampf. Ich hoffe trotzdem, es hat euch trotzdem gefolgt, wie ich gespielt habe und dass es euch ein bisschen ohne hier gefallen hat, die Story zu verfolgen und so. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach wieder rein und gebt mir einen Daumen nach oben. Freut mich sehr und danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.